Hey ho Leute, willkommen zurück zu Terra Enigma. Im letzten Part haben wir die gute Lady Fida mit Ginseng gefüttert. Und ja, die hat uns dann gesagt, wir sollen Burg Drachenfels betreten. Hier sehen wir schon den wilden Perry auf Speed, ja, mit seinem breiten Grinsen oder seinem Pullover, ich bin mir da nicht sicher. Bleib stehen, ich will mit dir reden. Hey, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will geholfen. Du bist sogar bis May gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir, deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Ja. Mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder Wong seltsame Dinge hortet. Er scheint in die mysteriösen Vorgänge auf Drachenfels verwickelt. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht, lass uns die Burg stürmen, keine Gnade. Ja, das ist typisch Perry, erstmal wild hier mit seinem Skateboard durch die Gegend gebrettert. Da wird nicht lange überlegt, nein. Und das ist dann Burg Drachenfels. Das ist das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Zum Starren ist keine Zeit, weiter geht's. Hä? Alles klar, Bruder? Ich lenke sie ab und du schleichst dich in das Schloss hinein. Fertig und los! Yeah. Cooler Perry hier. Der kann Treppen mit seinem Skateboard hochfahren ohne irgendeinen Verwackler. Ja. Hey Alter, guck mal. Tja, das kann auch nur Perry. Hier mit Style um den Mann rumgefahren, bis dem der Kopf wackelt. Was wir aber mal gleich machen werden, also nicht mir, ich will ja nicht zu sehr ins Platt verfallen. Ich habe mir extra angewöhnt, ein wenig deutlicher zu sprechen hier in den Let's Plays. Gelingt mir zwar nicht immer, aber was soll's. So, die Turboschuhe. Fängt gut an. Unsere Joggerschuhe sind das, ja. Ja. Und das ist jetzt so, wir dürfen hier in diesem Schloss nicht erwischt werden. Weswegen wir die Turboschuhe sogar stellenweise brauchen werden. Und müssen mal schauen, wo es denn lang geht. Da es ja auch wieder verschiedene Wege gibt. Schade ist allerdings, dass... Wick wurde von einem Wächter entdeckt. Schade ist allerdings, dass hier dieselbe Musik verwendet wird wie in Schloss Toronia. Hier hätte ich mir eine andere Musik gewünscht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Okay, der kommt wieder hier runtergelaufen. Das ist uncool. Können wir überhaupt an dem irgendwie vorbei? Ja, das könnte gehen, wenn er jetzt in die andere Richtung guckt. Ja, mach, komm. Oh, verdammt. Ich dachte, er guckt wieder nach links oder so. Ich weiß gar nicht, ob es da lang geht. Ich will es einfach mal probieren. Na, dann können wir nämlich den Weg schon mal ausschließen. Ja. Wo ist er denn? Er guckt da lang, okay. Ja, jetzt auch Sprinte. Ja, so ist... Ach komm, dein... Deine Mutti. Ey. Ist ja nicht wahr. Hat er uns noch gesehen. Das hätte ich nicht erwartet. Naja. Das erinnert mich gerade brutal an eine diverse Stelle aus einem anderen Let's Play, dass ich gerade schaue. Ach man, da, ey! Dass ich gerade schaue, da war das ähnlich mit Wachrobotern. Das war Lost Odyssey bei der guten Negoya. Ja. Oh man, ey, jetzt rennt er noch irregulär. Na toll. Ja! Ach man, wir gehen einen anderen Weg, so. So, das ist mir jetzt zu doof. Hier, komm, gehen wir mal nach links. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier unten wartet sowieso einer, an dem wir auch nicht vorbeikommen. Kommen wir hier vorbei? Ja, aber es bringt nichts. Na dann. Sollen wir doch vielleicht erstmal versuchen, rechts vorbeizukommen? Ich weiß es ja jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Wow. Toll. Naja, in der Mitte könnten wir irgendwo hin und hier wahrscheinlich auch. Okay, wo guckt er denn hin? Runter. Jetzt aber. Nein, sprinte! Sprinte, du Sau! Ja. Oh, okay, wo guckt der hin? Okay, ja, der bewegt sich auch mal. Okay. Ja. Okay. Voll silent hier, ja. Hätten wir nur eine Pappschachtel, damit ich einen auf Metal Gear machen. Na, jetzt dreht er sich zu uns, die Sau. Wie lange geht? Geht das Spielchen jetzt noch, mein glatzköpfiger Wächterfreund? Ah, jetzt macht das wieder.
Okay. Verdammt. Egal, ihr dürftet zuerst nach links schauen, wenn ich es richtig im Kopf hab. Oh. Jetzt schaut er hoch, stimmt. Oh nein, schräg springen. Nicht schon... Ups. Nicht schon wieder. Warte, das hat funktioniert. Waren wir... Oh, ups. Wir waren auf der anderen Seite angekommen. Moment, waren hier die Turboschuhe wichtig? Nein, hier nicht. Okay. Wow. Es gibt nämlich diverse Stellen, an denen diese Turboschuhe relativ wichtig sind. Ich habe gar keine Ahnung, wo es denn jetzt wirklich lang geht. Okay, da geht's lang. Und wir kriegen... Wow, Taschengeld. Naja, immerhin wieder ein gewisses... Ups. Todespolster, sage ich mal. Boah, knapp. Ich dachte, ich wäre schon runtergefallen. Naja, wir sind halt der Super-Ark hier. Wir können episch springen. Oh, ein Kristall. Gib mir. Yay. Was haben wir denn sonst noch so? Haben wir da wieder einen Wächter? Hm? Nein. Sehr schön. Okay. Oh, noch eine Truhe. Na, wunderbar. So muss das sein, Leute. Eine Truhe nach der anderen hinterhergeschmissen bekommen. Das nenne ich Luxus. Oh. Oh, eine Götterknolle. Yay. Oh, und nochmal ein bisschen Taschengeld. Naja, okay, warum nicht, ne? Mit Waffen können wir eh nichts anfangen, Rüstungen auch nicht. Da ist Geld dann vielleicht doch das Wertvollste in dem Moment. Geld und Knollen, das ist immer toll. So, treiben sich hier unten Wächter rum? Sieht jetzt auf den ersten Blick mal nicht so aus. Okay, da geht's weiter. Und hier gehen auch, in eine andere Richtung, so. Ja. Okay. Gehen wir erstmal dann nach rechts, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne mich hier in der Festung gar nicht aus. Oh, ein Kristall. Yay. Ach, super. Zack, volle Möhre gegen die Wand laufen weiter. Erstmal voller Freude. So, oh, Knochen. Okay, jetzt passt die Toronia-Musik wieder. Ich glaube, hier finden wir sogar den Narrenstab. Ja. Narrenstab, eine tolle Waffe, recht stark. Aber damit werden wir natürlich erstmal nichts anfangen können. Was heißt erstmal nichts anfangen können, so. Nun denn, das war das. Dann haben wir den ganzen Weg jetzt auf uns genommen für die Waffe. Und zwei Kristalle, ja. Dann werden wir jetzt nach links oder in die Mitte gehen. Je nachdem, wo was interessant ist. Ich denke mal... Der mittlere Gang ist der zugehende Weg. Ich weiß es nicht. Oder ob links überhaupt ein Weg ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Müssen wir alles mal schauen, sobald wir wieder dort vorne angekommen sind. Hua! Hua! Ja, wunderbar klappt das hier. Oh mein Gott! So viel zum Thema wunderbar. Achso, hochspringen geht, aber runter nicht. Na doch, komm. Okay. Dann nicht. Ah, Dreck. Ey, ach Mann. Du sollst die... Das steile Runterrennen machen. Na egal, passt. So, dann können wir jetzt eigentlich auch in den Typi reinrennen. Ach, wir machen das einfach so. Whee! Mann, der hat uns direkt erwischt. Das ist ja nicht viel fair. Fies ist das, ja, doch. So, da rechts waren wir. Da können wir wahrscheinlich jederzeit rein. Kein Problem. So. Und hier geht's auch weiter, ja. Genau. Genau, genau, genau. Ein Wasserkrug. Was musste man... Konnte man hier was machen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube dann doch eher nicht mal. Nicht, hä? Ah, halt. Dumm. So, jetzt sagt's. Einmal, ja, da war doch was, ne? Genau, hier Wasserkrüge und Fackeln, da kann doch nur, der Ark kann da doch nur eine Sache tun. Ist doch der typische Vandale hier, Sachen auf Leutewerfer und so. Da haben wir den Geheimgang freigelegt. So, und hier war doch auch noch irgendwo irgendwas mit irgendeiner Wand, wo man dagegen rennen musste. Aber ich weiß nicht mehr wo genau und ich weiß nicht mehr was hier. Nö. Ich habe gerade
Keine Ahnung. Kann man die Dinger verschieben? Nein. Okay. Da war es aber nicht. Ne, da passiert nichts. Ha, wie lief das noch ab? Naja, egal. Erkunden wir erstmal weiter. Irgendwas kommt ja noch. Denke ich mal. Ja? Okay, dann war es vielleicht hier. Auch nicht. Okay. Ja. Dann halt die Arme an und dann rennen wir mal weiter. So, wo kommen wir denn? Okay. Tja, wir müssen erst etwas Bestimmtes auslösen. Und dazu müssen wir wieder zurück. Können wir uns auch erwischen lassen, ist im Prinzip egal. Ja, so. Harry ist immer noch diesen armen einen Wachmann am Ablenken. Jetzt guck nicht in unsere Richtung. Hui. Und hui. Oh. Das ist doch gefährlich, jetzt mal ehrlich. Lauf einfach, Schlampe. Wow. So, ich meine, Ark ist keine Schlampe, aber ihr wisst, was ich meine. So als Anfeuerungsruf und so. Wieder Fackeln ausmachen. Na gut, kein Problem. Was? Doch nicht? Okay. Wand kaputt? Dann mit Anlauf würde ich jetzt... Nein, andere Richtung. Ja, da lang. Hopp. Yay. Unser Kopf ist ein Türöffner. Sprinte! So, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo etwas ist. Deswegen schauen wir uns auch ganz genau um, auch wenn hier überall Wächter rumlaufen anscheinend. Oder auch wieder nur der eine? Ah nein, da ist noch ein Opi. Hallo. Opi mit Glatze. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay, zwei Räume. Okay. Da geht's hoch. Und was sagst du, Raum? Da geht's runter. Machen wir einfach mal so. Ernsthaft? Okay. Hä? Naja, egal. Wird schon noch. Sagt mir jetzt gerade halt im Moment nichts. Ich springe zwar gerne in irgendwelche Löcher, von denen ich nicht weiß, ob sie in Stacheln enden oder sonst einem qualvollen Tod. Aber naja. So, was haben wir denn hier? Warte, ein Kristall? Moment. Hä? Aber jetzt sag bitte, dass es da oben noch weitergeht. Ah, sonst hätte mich jetzt gewundert. Oh mein Gott! Nein! Wake! Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Bitte! Hilf mir! Klar, sofort! Na los, lauf! Was? Wie bitte? Nein! Nein, Melin! Das hast du davon! Du hättest nicht rumblödeln sollen! Fühlst du etwas Reue? Kann ich nicht meinen Speer als Wurfwaffe benutzen? Kein Stück. Was? Du miese kleine Hexe! Lass mich hier raus! Sofort! Was? Du wagst es? Du bist ein kaltherziger Dummbeutel! Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Er gab mir den Befehl. Wick ist für immer in diesem dunklen Kerker gefangen. Wick wird hier sterben und verrotten. Dann fühle ich mich besser. Kleines Miststück, renn! Bevor ich hier rauskomme. Naja. Ach so, eine Zwergendame ist eine Frau. Die sieht witzig aus. Anstatt dauernd zu quatschen, sollten wir lieber einen Ausweg suchen. Hey, immer locker bleiben. Nur keine Panik. Wieder mal extrem hilfreich. Gute Güte, warum habe ich es immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super sauer. Oh, und da ist die Oberwelt, Melina. Endlich habe ich dich gefunden. Du führst etwas im Schilde. Du willst König Olaf meucheln? Ich suchte dich überall, Melina aus Stockholm.
Du Schuft hast meine Eltern und alle Dorfbewohner umgebracht. Das stimmt nicht. König Olaf sammelte Informationen. Ohne Erfolg. Nun ist es meine Aufgabe, Informationen und Geld zu liefern. Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hinter dir steht. Aber deine Leute ermordeten unschuldige Menschen. Hollerö, das spielt doch keine Rolle. Wer im Weg steht, stirbt. Eines Tages werden nur noch die richtigen Leute leben. Du interessierst dich für den Schatz dieses Dörfchens? Genug Quatsch geredet, sag jetzt die Wahrheit. Überleg es dir gut, ich will dir nicht wehtun müssen. Hey, Wache, pass auf das Mädchen auf. Und das ist der gute Roy, den kennen wir auch noch, ne? Ich traf dich auf Schloss Loire. Du warst ein Bewerber um die Hand der Prinzessin. Zusammen mit diesen Männern hier, oder? Wer weiß. Ich bin ein Vagabund, der für eine Handvoll Taler schuftet. Ich schlage Frauen nur ungern. Halt also die Klappe. Hey, Wick! Hör auf zu schmollen! Ich höre oben etwas! Na und? Wer soll uns helfen? Diesmal haben wir den Kürzeren gezogen. Wenn es dir hier so gut gefällt, will ich mich nicht beklagen. Ich dachte, wir lassen uns etwas einfallen, anstatt herumzujammern. Ein Geräusch. Nun, lass es uns ausprobieren. Direkt wieder auf Zack hier. 0 auf 100. Ja, was können wir denn tun? Ist da jemand? Na klar, hier. Niemand zu Hause. Hier ist niemand. Du hast sicher Halluzinationen. Diese Stimme. Wick? Ich bin es. Führer. Warte, ich befreie dich. Nimm die Kette und klettere daran nach oben. Ja, du bist stylisch. Ich liebe dich, Baby. Gott, du bist einer der geilsten Schars überhaupt. Du hast dich nicht sehr geschickt angestellt. Danke. Was geschah? Mei-Lin. Nichts Besonderes. Dieser unnütze Knopf ist an allem schuld. Nun gut, doch was treibt dich denn hierher? Es ist gefährlich hier. Warum bist du hier? Melina retten oder Flugzeugteile? Also ich bin wegen Flugzeugteilen hier. Die Melina hier geht mir eigentlich am Senkel vorbei. Ich tue das für einen Freund. Was, das ist ein Freund? Das ist ein Bekannter, eine entfernte Bekanntschaft. Ich brauche ein paar Flugzeugteile. Er ist verrückt nach Flugzeugen. Ich will ihm einen Traum realisieren. Der Besitzer des Schlosses hat neulich sonderbares Material gekauft. Ich habe keine Ahnung, wofür er das braucht. Aber irgendeinen Sinn wird das Ganze schon haben. Ich gehe in den Ostflügel des Schlosses. Pass auf dich auf. Yeah. Go for it. Go for it. Boah, die ist so stylisch. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wieder hier hoch und dann nach oben, unten, links, rechts. Warte, Ostflügel? Da fahren wir doch, oder? Wo müssen wir denn... Ach, der mit... Ne. Doch, der... Moment. Wo können wir jetzt hin? Müssen wir jetzt Melina retten? Schmeiß uns mal bitte raus, liebe Wache. Danke. Ja, welcher Weg bleibt uns dann noch verfügbar? Der links, ne? Wobei das der Westflügel wäre, aber im Ostflügel war ja nichts Besonderes. Egal. Wir gehen jetzt hier durch den Geheimgang und schau mal, was so auf uns zukommt. Hui! Aua. Voll gegen das Holzregal. Na egal, da rennen wir halt da hoch. Okay. Ich weiß gerade nicht, welches Event ich auslösen müsste. Ja. Das ist natürlich spitze, ne? Okay, wir haben Mei-Lin jetzt aufgescheucht und so. Flugzeugteile brauchen wir. Okay, geht's dann für uns weiter? Nur wo finden wir gerade die Flugzeugteile?
Ich meine, wir waren jetzt im Westflügel, gerade jetzt, so. Im Ostflügel haben wir aber nichts gefunden, oder?